Viele von euch haben mich gefragt, wann endlich ein Video dazu kommt, wie man Skizzen zeichnet. Und jetzt ist es soweit. In diesem Video zeichnen wir sogar zwei Skizzen zusammen. Und ich werde euch zwei Möglichkeiten zeigen, wie man Skizzen erstellt. Ich habe zwei schöne Fotos rausgesucht. Und das erste Foto ist von Elisa von Germany's Next Topmodel. Das zweite Foto hat ganz viele Details und ist ganz gut als Übung. Wir fangen damit an, dass wir zuerst das Foto importieren. Wir passen es so an, dass auf der rechten Seite genug Platz für unsere Skizze ist. Danach schalten wir die Zeichenhilfe ein. Wir erstellen eine neue Ebene und arbeiten mit dem Sketchbrush. Diese Pinselkollektion findet ihr wie immer in der Infobox. Wir nehmen eine helle Farbe, zum Beispiel Pink, und zeichnen eine vertikale Linie in der Mitte. Damit die Linien gerade werden, müssen wir auf die Ebene klicken und die Option Zeichenassistent anschalten. Mit diesen Linien markieren wir Abschnitte, zum Beispiel von den Augenbrauen oder von den Augen, auch die Nase, Ober- und Unterlippe, Kinn, Hals, Schlüsselbeine. Wir übertragen die vertikale Linie auf unsere Zeichnung, erstellen eine neue Ebene und nehmen eine andere Farbe, zum Beispiel Blau. Wir markieren die wichtigsten Stellen. Die erste Methode, die wir jetzt verwenden, ist etwas schwieriger als die zweite. Bei dieser Methode erstellen wir die Zeichnung selbst von Anfang an. Bei der zweiten Methode zeige ich euch, wie man das Foto korrekt abzeichnen kann. Wenn wir damit fertig sind, reduziere ich die Deckkraft von dem Foto und übertrage die Punkte, die wir gemacht haben, auf unsere Zeichnung. Dafür können wir die Kästchen als Hilfe verwenden und den Abstand von der mittleren Linie bis zu den Punkten genau abzählen. Diese Methode eignet sich super für Anfänger, weil man so das Gefühl dafür bekommt, wie das Gesicht aufgebaut ist. Ich markiere jetzt auch die Haare. Dann erstelle ich eine neue Ebene und blende die Ebene mit den Linien aus. Für die Vorskizze nehme ich den Pinsel getrocknete Tinte. Jetzt verbinden wir die Punkte. Wir gucken genau auf das Foto und versuchen, die Linien genauso zu zeichnen. Wir erstellen jetzt eine Vorskizze. Die eigentliche Skizze kommt danach. Wenn wir das eine Auge gezeichnet haben, können wir es kopieren. Das geht aber auch nur, weil wir in diesem Fall das Gesicht symmetrisch zeichnen. Falls bei dir in der App nichts passiert ist, als du mit vier Fingern getippt hast, zeige ich dir jetzt, wie du diese Funktion einschalten kannst. Und so kannst du auch die Aktion aussuchen, die du haben möchtest. Ich benutze davon Einfügen und Kopieren. Bei den Augenbrauen zeigen wir die einzelnen Haare. Und wieder können wir die eine Augenbraue kopieren, horizontal spiegeln und an die richtige Stelle bringen.
Bei den Locken zeigen wir die wichtigsten Strähnen. Wenn wir mit der Vorskizze fertig sind, machen wir mit dem Tool Verflüssigen kleine Korrekturen. Die Ebenen mit den Punkten und mit den Linien können wir löschen. Bei der Vorskizze reduzieren wir die Deckkraft, nehmen den Sketchbrush und zeichnen unsere eigentliche Skizze. Die Linien machen wir jetzt dünner. Ich mache das Foto etwas kleiner und platziere es neben der Skizze. So sehe ich besser, wie die Linien verlaufen. Wir haben eine Augenbraue, ein Auge und die eine Nasenhälfte gezeichnet und die können wir jetzt kopieren. Bei den Haaren zeichnen wir noch zusätzliche Strähnen. Jetzt können wir die Zeichenhilfe ausschalten, die Vorskizze löschen wir und zeichnen noch einige Details. Wir können auch die Highlights zeigen. Dann müssen wir noch die Wimpern zeichnen. Das mache ich auch mit dem Sketchbrush. So sieht die Skizze mit der ersten Methode aus. Jetzt zeige ich euch die zweite Methode. Wir importieren das Foto und ziehen es über die komplette Leinwand. Dann erstellen wir oberhalb eine neue Ebene und reduzieren die Deckkraft von dem Foto. Wir können gleich mit dem Sketchbrush arbeiten. Bei dieser Methode zeichnen wir die Linien von dem Foto auf der oberhalb liegenden Ebene ab. Wir müssen aber trotzdem darauf achten, was genau wir abzeichnen, damit die Zeichnung gut aussieht. Für die Ohrringe erstelle ich eine neue Ebene, zeichne die eine Seite und halte den Stift am Ende an. Wir können die Figur anpassen, dann kopieren und einfügen. Dann fügen wir die beiden Ebenen zusammen und radieren weg, was nicht benötigt wird. Wir zeichnen Linien, bei denen wir denken, dass wir diese danach benötigen werden. Wenn wir die Augen zeichnen, denken wir dran, wie die Augen aufgebaut sind. Es reicht nicht, eine einzige Linie zu zeichnen, auch wenn es auf dem Foto so aussieht. Ich habe das Bild nochmal als Referenzbild importiert. Wir zeichnen die Eyeliner-Linie. Auch wenn es auf dem Foto nicht eindeutig zu erkennen ist, müssen wir uns immer Gedanken machen, was auf der Zeichnung gut aussieht. Auch wenn diese Methode einfacher ist, würde ich den Anfängern empfehlen, eher mit der ersten Methode zu üben. Wenn ihr etwas mehr Erfahrung habt, könnt ihr natürlich die zweite Methode verwenden. Wir orientieren uns darauf, wo die Schattierungen deutlicher zu sehen sind. Dort zeichnen wir auch die Linien der Skizze. Die Nasenlöcher können wir gleich dunkel machen.
Unterlippe zeichnen wir nicht komplett, weil wir hier in der Ecke eine helle Stelle sehen. Dann zeichnen wir noch die Zähne oben und unten. Als nächstes kommen wir zu dem Körper. Mit solchen Linien zeigen wir auch, wo die Schattierungen am Körper sind. Ich habe einen Nagel auf einer neuen Ebene gezeichnet und diese Ebene können wir dann kopieren und die Nägel einsetzen, ohne die neu zeichnen zu müssen. Da wo es möglich ist, nutzen wir die Hilfe von Procreate. So können wir zum Beispiel einen Bogen erstellen und anpassen. Solche Details machen die Zeichnung noch schöner. Wenn ihr keine Details zeichnen wollt, könnt ihr das Oberteil natürlich auch komplett schwarz machen. Jetzt kommen wir zu der Jeans. Hier möchte ich auch die Linie kopieren. Durch zwei Linien nebeneinander lassen wir Objekte dreidimensional wirken. Falls die Linie nicht so geworden ist, wie wir sie haben wollten, können wir mit dem Tool Verflüssigen arbeiten. Jetzt zeichnen wir die Rose. Wir machen schöne Blätter. Und so zeichnen wir die Haare. Wir wiederholen die Richtung der Strähnen. Am Ende verbinden wir die Strähnen. Bei den Augenbrauen zeigen wir die einzelnen Haare. Diesmal sehen wir aber, dass diese Augenbrauen etwas anders aufgebaut sind als auf dem Bild davor. Damit die Wimpern bei geschlossenen Augen realistisch wirken, zeichnen wir nach oben gebogene Linien. Und so sieht die fertige Skizze aus. Ich habe mir überlegt, dass wir eins von beiden Bildern zusammen mit Farbe zeichnen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welches Bild es sein soll. Das Porträt von Elisa oder eher das Bild mit vielen Details? Ich werde in den kommenden Tagen auf Instagram eine Umfrage machen. Den Link zu meinem Profil findet ihr in der Infobox. Bis zum nächsten Video!